Ein junges Paar macht eine Bergtour, minutiös geplant. Er hat einen Willen wie eine Betonwand, sie zickt rum. Er beschwichtigt, motiviert und hält seinen Ärger zurück, sie kehrt irgendwann um. Er ist so gekränkt und so angestachelt, er muss die Tour trotzdem durchziehen. Hier kann man sich wunderbar sonnen, sagte Luise. Die Felsen sind wie Liegestühle. Du musst dich ausziehen, sagte André foppend, und zu seinem Erstaunen begann Luise tatsächlich, ihre Kleider abzulegen. Sie liebten sich schnell und gierig, auf geradezu animalischer Art. Kaum waren sie fertig, mahnte André: Lu, du solltest die Wanderschuhe wieder anziehen, sonst schwellen deine Füße auf. Das Buch nervt, obwohl man liest wie ein Staubsauger. Vielleicht, weil ihm die Figuren zu nahe sind. Hey, Schatz. Ja, es ist später geworden. Ich wollte... Ja. Hey, wollen wir heute Abend Mozzarella mit Tomate machen? Ah, mit Salat willst du. Okay. Ja, okay. Aber wenn wir es doch ohne Salat machen? Mit Salat. Nee, ey, jetzt wo du es sagst, finde ich es auch total gut irgendwie. Hey, weißt du was? Ich mach's doch ohne Salat. Und dann, als André diese Besteigung unbedingt alleine durchziehen muss, kommt die Katastrophe. Zuerst scheint sie unplausibel, aber in der Erinnerung wird sie immer verstörender. Wie kann es sein, dass so ein Typ wie du und ich in seinen Niedergang rennen muss? Irgendwie schon.